Hallo, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute wollte ich mal etwas ganz anderes mit euch machen. Und zwar auf mehrfachen Wunsch einiger Leute, die meine ganzen gesamten Bastelarbeiten auch kennen, hat man mich gefragt, ob ich nicht mal so einen tollen Adventskalender, wie ich den schon einmal gemacht habe, ob ich den vielleicht nochmal machen könnte. Mein Enkel wird sich freuen. So, und zwar, schaut mal, habe ich dieses kleine Engelchen vorbereitet in 24-facher Form. Natürlich immer anders farbig, aber wie ihr seht, ist das natürlich eine absolut irre Farbe. Diese Pappen bekommt ihr in einem gut sortierten Fachgeschäft oder Bastelbedarfsladen. Und die sind von der einen Seite sind die weiß oder grau, aber ihr braucht ja wirklich nur die eine Seite. Und deswegen ist das eigentlich egal und das passt halt super schön. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und falls ihr die Schablonen haben möchtet, stelle ich euch selbstverständlich zur Verfügung, müsstet ihr mich nur eben anschreiben und dann kann ich sie euch schicken. So, dann starten wir mal. Ich habe mir ein paar Fotokopien gemacht. Also aus ganz normalem Papier. Ich habe eine Schneidematte und ein Skalpell. Wer nicht mit dem Skalpell arbeiten möchte, kann selbstverständlich auch eine normale Schere nehmen. So, jetzt habe ich mir einen Karton geholt. Wie ihr seht, ist es ein irrer Effekt. Ich lege mir die Schablone einmal hier drauf. So, und dann schneide ich einmal das Kleid aus. Ich mache es mir halt ein bisschen leichter, dass ich gerade so beim ersten die Schablone selber, also die Vorlage selber auf das Papier lege und dann direkt mit ausschneide. Man kann sich das natürlich auch, wenn man einen Kopierer hat, direkt auf festem Karton ausdrucken. So, jetzt brauche ich einmal zwei Arme. Ich drucke immer mehrere Sachen gleich auf dem Papier aus. Dann hat man auch mal ein paar Vorlagen. So, jetzt nehme ich das Papier weg. Das kann ich hinterher nehmen als Vorlage. Und hier habe ich jetzt mein Kleid und meine Arme ausgeschnitten. So, das Gleiche wiederhole ich jetzt, das brauche ich euch ja nicht zeigen. Einmal mit den Flügeln. Dann habe ich einmal die Hände und die Füße schon vorgemalt und habe mir davon Kopien gemacht. Dann einmal die Köpfe und die habe ich dann schon direkt auf farbigen Karton gedruckt. Dann brauche ich die kompletten Köpfe nicht noch ausmalen. So, ich habe euch das einmal komplett auf meinen Schneidbrett gelegt und zwar, ihr braucht also einmal den Kopf, einmal entweder Mädchen oder Jungen oder ich werde gleich, weil ich ja in Pink das Kleid gemacht habe, werde ich hier eine Oma rausmachen oder egal. Zweimal die Hände, zweimal den Flügel, zweimal die Füße und halt das Kleid. Damit ihr das alles seht, was auf einen Blick, dass ihr das alles so nachmalen könnt. Bei dem Gesicht selber, das habe ich einmal aus Pappe ausgeschnitten, wie alle anderen Sachen auch. Und habe, damit das für euch etwas einfacher ist, die Augen selber habe ich ausgeschnitten. So, schaut mal. Dann habe ich einfach aus Pappe das einmal drüber gelegt, das Gesicht, und einmal die Augen nachgemalt, damit ich ungefähr weiß, wo das hinkommt. Und dann ist das auch für euch etwas einfacher. So. Also fangen wir mit dem Gesicht an. Ich male einmal die Augen nach. Und dann kleine Augenbrauen.
unteren Bereich. Die Augen könnt ihr so setzen, wie ihr das möchtet. Achtet darauf, dass ihr vielleicht einen winzig kleinen Lichtpunkt lasst, den ihr aber so hinsetzt, dass der immer gleich ist, dass das eure Figur nicht mit einmal anfängt zu schielen. Eine kleine Nase, ein Mund, am besten irgendwie so ein kleines bisschen schräg, ein paar Wimpern und schon habt ihr euer Gesicht soweit fertig. Jetzt habe ich noch Kreide. Ich mache das immer gerne mit Kreide. Kleines bisschen Rot. Braucht nur ganz, ganz, ganz bisschen. Ihr könnt das natürlich auch ganz normal mit dem normalen Buntstift machen. So, dass das ein bisschen Licht bekommt. Also ein bisschen Farbe bekommt. Quatsch, Licht. So, und dann setze ich gleich den Hut drauf, die Haare drauf. Okay. Jetzt male ich noch ein kleines bisschen, auch mit der Kreide, ein kleines bisschen Farbe obendrauf. Das kann man selbstverständlich auch wunderbar machen. Ich könnte auch einmal meinen Wischer nehmen. Danke. Das ist jetzt ein spezieller Kreidewischer. Einfach nur, um so ein bisschen Schattierungen zu bekommen. Damit die Finger nicht ganz so blass sind. So bei den Füßen mache ich das auch ein kleines bisschen. Wunderbar funkelndes Kleid. Das wird einmal genau in der Hälfte gefalten. So, manchmal passt das nicht so hundertprozentig. Je nachdem, wenn man nicht so ganz so sauber gearbeitet hat, dann kann man das so ein bisschen nachschneiden. Ob mit Schere oder Messer, das ist egal. So, jetzt werden dann die Arme draufgeklebt. Ich habe jetzt einen ganz normalen Klebestift. So, ihr macht jetzt aber nicht den kompletten Arm, sondern nur ein kleines Stückchen. Ihr könnt natürlich auch einen ganz anderen Kleber nehmen. Zum Beispiel könntet ihr auch, wenn ihr nicht unbedingt mit dem Kleber arbeiten wollt, könnt ihr auch wunderbar doppelseitiges Klebeband nehmen. So, dann wird er an der Kante angesetzt, ungefähr in der Höhe. Und was ganz wichtig ist, hier habt ihr einmal auf der weißen Seite geklebt. Die sollen ja nur von einer Seite sichtbar werden. Und hier klebt ihr jetzt auf der farbigen Seite. Und setzt das auf der anderen Seite einmal an. Dass sie so ziemlich übereinander sind. So, jetzt wird auf dem Kopf, hier werden die Haare geklebt, auch ein bisschen Kleber. Das könnte man halt noch irgendwie, wenn das jetzt die Oma zum Beispiel sein soll, könnte man mit dem Rot, was man gerade genommen hat. Mal gucken, wo ich das habe. Ah, ich finde es jetzt nicht gerade. Ah, da ist das, danke. Könnte man jetzt als Beispiel eine Blume malen, die man ausschneidet.
Kleber drauf machen. Und ins Haar reinsetzen. Und schon hat man keinen Jungen mehr, obwohl das mit dem Haarschnitt fast aussieht wie ein Junge, sondern hat sofort ein Mädel oder eine Dame, Oma. Jetzt kommt auf der rechten Ecke kommt der Kleber und dann dreht ihr den einmal um und macht jetzt hier auf der linken Ecke den Kleber. Dann setzt ihr den Kopf einfach rein und drückt ihn zu. Müsstet ihr ihn halt ein bisschen warten, also nicht ganz so schnell. Ihr seht, der geht immer wieder auf. Das dauert jetzt ein Weilchen, bis das wirklich trocken ist. So, damit das ein bisschen hält, habe ich hier so große Klammern. Die setze ich mir dann in der Zwischenzeit drauf, damit ich auch weitermachen kann. Jetzt kommt die eine Hand. Also ihr seht, ja, wir könnten das vielleicht sogar auch über dem Ärmel machen. Das, genau, dann hält das nämlich auch noch ein bisschen besser. Super. Ja, wenn ich meine Tochter nicht hätte, die mir immer so Tipps zwischendurch gibt. So, jetzt wird der eine Arm, die eine Hand geklebt. Und dann die andere Hand. Wird von hinten geklebt. Ihr seht, das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Einmal den Fuß. Jetzt müssten wir einen kleinen Moment warten, weil ja die Flügel angesetzt werden und dafür brauche ich halt, müssen halt die Klammern wieder ab sein. So, ich hoffe jetzt, dass er so einigermaßen hält. Ihr seht, ich habe hier Striche gemacht. Auf dem einen Strich setze ich ein bisschen von dem Kleber und setze den anderen Flügel dann so drauf, die ein bisschen zusammen sind. Und dann setze ich hier oben den Kleber. Und klebe den Flügel dahin, wo ich ihn ungefähr hinhaben möchte. Und auch jetzt machen wir dann wieder eine Klammer drauf. Und jetzt gehe ich dann an die anderen kleinen Figuren, weil ich habe ja schließlich noch 23 vor mir. Ganz zum Schluss, ehe ich das vergesse, brauchen wir noch die Nummer. Ich fange einfach mal bei der 24 an. Mache ich mal genau umgekehrt. So, und die setze ich dann hier irgendwo auf dem Kleid. Die 24. So, vorbereitet habe ich jetzt schon kleine Säckchen, die ich von meiner Tochter bekommen habe. Die hatte noch ein paar. Da habe ich schöne Sachen reingepackt. Kann natürlich jeder so sich selber was aussuchen. Ich werde natürlich nicht verraten, was ich für meinen kleinen Enkelsohn da reingepackt habe, weil das soll ja schließlich eine Überraschung werden. So, ich habe jetzt noch ein paar andere vorbereitet. Jetzt zum Beispiel eins mit dem ein kleines Mädchen, Engelmädchen, mit der Haarschablone. Die Farben wählt ihr halt, wie ihr das möchtet. Ob ihr jetzt grau macht, braun, gelb, dass das so blond aussieht. So, während der Trocknungsphase von den anderen kann ich euch schon mal zeigen. Die werden also im Prinzip einfach hier an der Hand angehängt. Na. So, mit den anderen auch.
So. Und dann werden die einfach hingestellt zwischen. So. Und dann kann man die hinstellen. Achtet darauf, dass ihr relativ festen Karton habt. Wenn das nicht so hundertprozentig funktioniert, dass sie stehen bleiben, schaut mal, dann drückt ihr einfach hier so ein kleines bisschen, dass das der gesamte Bereich runder wird. Und dann werden die auf jeden Fall schon stehen. Wenn ihr so als Beispiel noch, wenn ihr so Perlen habt oder wie ich das jetzt hier bei dem anderen Teil gemacht habe, dass ihr einfach noch aus dem Folienkarton noch was ausschneidet irgendwie oder einen Stanzer habt, wo ihr kleine Sachen ausstanzen könnt. Damit könnt ihr dann noch eure Engelchen dekorieren. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mein Enkelkind wird sich wahnsinnig freuen. Also er hat mir jetzt geholfen, schon alle Engelchen aufzustellen. Und ich hatte sie ja schon gefüllt. Und das weiß er natürlich nicht, was da drin ist. Und er kann schon den ersten Advent, den 1. Dezember gar nicht mehr abwarten. Er fragt schon immer, Oma, wann ist der? Also mein Enkelkind ist 3,5. Und er fragt schon immer, wann ist der Erste? Wann ist der Erste? Und naja, ein paar Tage muss er halt noch warten. Ja, wenn euch das gefallen hat, das Video, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Oder was auch ganz toll wäre, wenn ihr eure Bilder vielleicht mal posten könntet. Das würde mich super interessieren, ob ihr das so nachgemacht habt. Und wie gesagt, wenn ihr die Schablonen und so weiter haben möchtet, dann schreibt mich einfach an. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Euer Kunstengel.